Ja, ich bin so ein bisschen noch angefreckelt wegen dem Sterben. Da kannst du aber nichts dafür. Also wegen meinem Sterben. Naja, dafür hast du doch mich auch umgebracht. Dann sind Ich wir doch. habe dich überhaupt nicht umgebracht. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass du da hinter der Lava im Loch stehst. Was soll ich das denn ahnen, wenn ich nach oben an die Decke starre? Das kann ich doch nicht wissen. Ist doch egal. Ich habe dich nicht umgebracht. Muss dich nicht aufregen. Doch, Nein. natürlich. Ich habe dich nicht umgebracht. Du bist gestorben bei einem Unfall im Nether, ja. Ist okay. Ja, das ist ein großer Unterschied. Der Nether ist halt in der Hinsicht sau, gefährlich. Und du warst halt wirklich ohne Ausweg da hinten in dem Loch. Das war halt richtig beschissen. Richtig dumm gelaufen. Anders kann man es nicht sagen. So. Was ist denn hier oben Schönes? Wir haben aber jetzt so So. langsam auch schon ganz schön Strecke zurückgelegt, ne? Ja, wir haben allerdings leider noch nicht so wahnsinnig viel von den tollen Sachen gefunden. Ich wollte sagen, wonach suchst du denn konkret? Oh, so diese ganzen tollen neuen Materialien, die es da so gibt. So. Der badet da. Ein Badefreund. Ups. Das hat mich aber erschreckt, Magma. Tee. Viel Spaß beim Dauerbaden. So. Da. Ich habe hier ein Magma-Problem. Magma-Problem. Ja. Was macht das denn? Er hat mich eingeengt. Ich bin falsch abgebogen. Oh. Ich sterbe. Was? Nein. Ich bin umzingelt von Magma-Blöcken. Ich bin auch ein Dösel, ne? Ich weiß auch nicht genau, wo du gerade bist. Ich habe mich hier gerade verheddert. Leider warst du fast da. Lebst du noch? Du Ja, lebst ja ja. noch. Lebst du immer noch? Ja. Ah, Gott sei Dank. Was machst du mit dem Huhn im Nether? Ich habe die Eier weggeschmissen. Jetzt haben wir ein Huhn im Nether, das ist ja Nee, auch das was. ist aus dem. Hier sind Hühner im Nether. Nein. Doch, von hier sind die Eier. Warum ist es hier denn so? Wie kamen wir denn da hoch? Also mehr Magma. Wie sind wir denn da hochgegangen? Das ging doch ganz easy, oder? Ich mich das falsch Dachte erinnert. ich. Hier geht's jetzt jedenfalls wieder easy hoch. Na, wo bist du? Hier hoch, wo ich die Fackeln gesetzt habe. Ach, da. Ich habe den da eingemauert. Guck mal. Moment. Der sitzt fest. Ah, meine Hand. Was ist denn mit deiner Hand? Es tut weh. Weh. Soll ich dann jetzt nicht alles mitnehmen wieder, richtig? Ja, doch. Gerade das wichtige Zeug. Also Gammelfleisch jetzt nicht unbedingt, ne? Das braucht ja auch keiner. Ich habe jetzt hier eine Eisenbeinschutz-Schusssicher noch übrig, eine Magic Harnisch Explosionsschutz 6 übrig und Ach, ein Eisenhelm. der Magic Carnage ist von mir. Den würde ich gerne wieder mit zurücknehmen. Dann lasse ich das jetzt einfach mal so, wie Ich es kann ja ist. gleich nochmal wiederkommen. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe hier gerade mal ein bisschen Schnellabbau betrieben.
gehe ganz schön ordentlich hier durch. Ich weiß gar nicht, wo es mich hinführt. Weißt du, wo ich bin? Ich sehe dich nicht, nein. Ich komme mal zurück. Ich habe mich jetzt aber nicht bewegt. Ich bin immer noch... Ja, ja, hier, guck mal. Hier. Da. Hallo. Da. Ja, ja. Ich hätte mich hier mal kurz durchgefräst, aber wir haben gelernt, Sicherheitsabstand. Aber konnte ja, wobei, lass lieber. Ich wollte nur wissen, wo es da hingeht. Auf alle Fälle gibt es ein bisschen Baumaterial. Und irgendwer jammert. Ist ja wirklich schwarz. Also ich sehe hier genauso viel wie du übrigens, lieber Zuschauer. Warum wird es hier so hell? Ich habe eine Fackel. Oh, Gott sei Dank, ich hatte Lava. Sag bitte Bescheid, wenn du eine Fackel setzt. Kann ich überhaupt noch was aufsammeln? Ja. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Naja, zumindest Basalt haben wir genug. Und von diesem schwarzen Stein. Sag dann bitte Bescheid, wenn du eine Fackel setzt. Ja, dann können wir ja gleich mal den Rückzug ansetzen. Und das nächste Mal wieder weiter forschen. Oder würdest du später bleiben wollen? Nee. Ich wollte nur mal gucken, was hier noch ist. Jetzt, wo wir durch sind. Das ist das gleiche Biom. Mhm. Das ist... Mist, ich habe mir keinen Pfeil aus der Kiste genommen. Na, das geht's nicht. So. Wie komme ich denn jetzt hier wieder rein? Was denn? Wo ist denn mein Eingang wieder? Hier. Wo? Hier. Der ist so weit weg, der tut uns aktuell nichts. Der Baby sieht jetzt nicht noch andere Biome. Ein Babyschweine. Ich darf. Oh, die Schweine kommen hinter dir rein in den Tunnel. Macht doch nichts. Also, ich habe keinem Schwein was getan mehr. Okay. Sollen so ruhig reinkommen, die Schweindals. Soll ich nochmal zu dir kommen oder wie? Ich hole gerade hier noch ein bisschen Gold mit, nicht das wichtig wäre. Das kann ich auch hier warten. Ja, dann warte mal. Oh, hier ist noch Gold. So, Katze bumst gegen Tür. Bums. Hast du ihn angegriffen? Nein. Ich hab damit nichts zu tun, dass er sich wehtut. Wo ist denn mein Magicar nicht? Den hab ich noch bei mir, den gebe ich dir jetzt. Okay. Kann ich den dir... Ich habe gar keinen Platz, um ihn mit zurückzunehmen. Ich kann ihn doch mitnehmen für dich. Was du hier für Sachen jetzt noch hast? Ich kann auch noch was aus der Kiste mitnehmen. Ich schaue gerade mal, ob ich die Goldschwerter zusammenstecken kann. Ich habe aber keinen Platz, um... Ich muss mal kurz auslagern. So. Die Steine sind jetzt auch nicht so wichtig. Ich mache die Kiste jetzt leer. Du hörst, er tut sich selbst umbringen. Jetzt habe ich ein komplett ganzes Goldschwert. Neta Importmodell. So, ich habe jetzt noch eine Eisenbeinschutz, Schutzsicher 2, und Eisenhelm Schutz 1 und Magic Harnik für dich. So, ich, wie war das jetzt? Der springt in die Fackel oder so. Nee, die Fackel können ihm nichts tun, der tut sich aber irgendwie weh. Steht fest. So. Ich habe gut Platz geschaffen, ich habe nämlich die Goldnuggets zu Barren verarbeitet. Das ist sehr günstig. Aber mehr geht nicht. Hast du noch Nuggets? Nein. Schade. So. Das hatte ich schon. Das. Gut. Das lassen wir mal hier stehen, ne? Weil. Ja, wir gehen ja vielleicht nochmal hier weiter. Ja, es geht ja auch ums Abbauen tatsächlich. Wo ist denn der Rückweg, der sinnvollste? Wo kam man denn da her? Von da, wo der Schleim ist. Wo ist der Schleim? Von da kamen wir. Ich glaube ja.
weiß das nicht so genau. Ich dachte... Ich sehe im Moment keinen Hinweis auf dem Rückweg. Aua! Entschuldige, du bist mir genau vor die... Ja, ich bin dir genau vor die Flinte gelaufen. Das war Absicht. Da hinten ist doch unser Weg, komm. Wo? Ja. Da. Hier sind wir lang gekommen. Komm. Ja, Moment, ich baue das hier noch ein bisschen. Wir müssen hier ein paar Fackeln noch setzen, sonst finden wir es hier auch nie wieder. So, hier liegt noch ein Magma Cube. Den hätte ich gern. Ach, hier. So. Du bist ein bisschen schnell für mich. So. Das ist schon ärgerlich. Die Musik ist komisch geworden. Ich habe andere Musik als du, vergiss das nicht. Ich mache hier noch was zu. Mhm. So. Bist du da hochgehüpft, ja? Ist das hier richtig? Ich sehe dich nicht. Hier doch, da, ja. Ach, da drüben ist die Brücke. Ja. Gut, gut. Boah, wie langsam bin ich denn auf dem Seelensand oder was das ist? Ja, da ist besser, wenn man hüpft, glaube ich. Aua. Skelette? Hey. Sind die noch aggro auf dich? Oh, das ist ein Skelett. Jetzt greifen wir jetzt die anderen auch wieder an, oder wie ist das? Sind die dann immer alle aggro, wenn man Skelette tötet? Ist das mit den Schweinen so? Nee. Nee, ne? Mm-mm. Gut. Hier ist der Strider. Hallo, Kleiner, guck mal hier. Wie süß, guck mal. Die sind auch süß und sind total happy da unten. Ja, denen ist ja nicht kalt. Das sind aber Babys, ne? Nee, ich glaub nicht, oder? Nee, oder? Nur normale, oder? Mir fehlt der Größenvergleich. Also sind Block groß, ne? Ich glaube nicht, dass Babys sind. Ich möchte aber gern von der Brücke runter. Na gut. So, die Herren sind wieder friedlich. Ja, aber vor allem, ich verstehe es halt nicht. Wir haben ja eben, der hat uns ja angegriffen, den allerersten, den wir getötet haben. Ja, da ist es ein Pickling gewesen. Aber die anderen, die Zombie-Pikmin, werden dann aggro, wenn die Picklings angreifen. Und das finde ich bescheuert. Das ist echt, das ist extrem ermüdend. Ja. Weil wir hatten ja gar keine Möglichkeit, als den einen zu töten. Das stimmt. Da. Kein Talent haben in der Serie. Das ist dubios, ne? Mit dem Pickling, der ihn angreift und dann werden die anderen aggro. Das ist so gut hier. Bäh. Schön ist die Brücke nicht. Geht ja nur um funktional. Hm. So. Chop, 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 chop. Man ist ja froh, wenn man wieder raus ist dann. Mhm. Vor allem, wenn das so blöd war. Na, müssen wir halt üben. Jetzt? Ich laufe an der Fackel. Da geht's weiter hoch. Ja, hier ist doch die Fackel, der Fackelweg. Ja, wie kamst du denn da hoch? Gesprungen? Konnte da gar nicht hoch. So, hier ist noch was. Das nehme ich noch mit.
Hier ist der Weg noch nicht so dolle, muss man sagen. Aber gut, da drüben ist ja unser Weg. Hier sind ja mal sozusagen in Heimat gefilmt. Ja. So, das nehme ich noch mit. Hier drüben ist übrigens eine Netherfestung. Die könnte man sich irgendwann auch angucken. Wo bist du? Ich bin gerade mit dem Gas beschäftigt. Ah, ich seh's. Ich habe ihn erlegt. Gut, pass ein bisschen auf. Da unten ist irgendwo noch ein gefährliches Loch. Gesundheit. Gesundheit. Das kam überraschend und plötzlich. Ich hoffe, ich denke ans Schneiden. Ich fürchte, nein. Es tut mir leid. Das hat mich jetzt auch überrascht. Das, glaube ich, war auch das erste Mal. Ja. Ui. Oh. Uah. Können wir bitte gehen? Du meinst, bevor er den Weg hier völlig kaputt macht? Was ist denn der kleine Hinterkackbratz? Ja, ist wieder despawned, da unten. Nein, da fliegt er noch. Komm, greif mich an. Komm doch, du Eierloch. Komm doch. Ach, shit. Ich den nicht zurückschießen kann, den Scheißball. Jetzt brenne ich. Toll. Ups. Jetzt ist er tot. Ding dong, die Hexe ist tot. So. Das ist ja nicht übertrieben, der junge Mann, ne? Nee, der hat mir Lavalöcher aufgerissen. Schön repariert hier, sieht alles aus wie neu. Doch viel freundlicher mit dem netten Grau. Wie kaputt ist denn der Weg jetzt hier eigentlich? Hier brennt auch der Weg noch. Okay, das war vorhin vom Kampf. An der Stelle ist der Weg jetzt schon stabiler. Ach ja, schön. Das zerschießt er nicht mehr so leicht. Mhm. Auch wenn es keinen Sinn macht, aber es macht mir Freude. So. Hat das hier auch ein sehr eigenes Gesicht bekommen. Ja, komisch, ne? Die Zombie-Pikmin waren jahrelang friedlich und jetzt sind die Picklings dabei und schon sind die Zombie-Pikmin böse. Das verstehe ich gar nicht. Ja, also vor allem hast du mir ja am Anfang noch so schön gesagt, ja, wenn wir die töten, passiert da nichts und auf einmal ständig. Ja, ich wusste es nicht, dass die Zombie-Pikmin aggressiv werden, wenn die Picklins getötet werden. Das war mir halt auch neu, ne? Unangenehm. Ich glaube, du rennst in die falsche Richtung. Habe ich gerade gemerkt. Da ist nämlich auch gar kein Hinweis drauf, dass da es lang gehen könnte. Da sind Fackeln, da ist dunkel. Ja, ja. Aber ich habe Basalt. Und Schwarzstein. Blackstone hört sich schon besser an, ne? Du bist die E-Lucre. Delucre. Delucre, mehr ist von deinem Namen im Moment nicht zu sehen. So. Ich mach mal die Tür hier zu. So. Ach, du gehst schon rein? Ja. Jetzt steht wahrscheinlich ein Creeper vor uns. Wieso? Weil es wahrscheinlich Nacht draußen ist. Nee, ist es nicht. Ach, die andere Maschine läuft. Die darf auch laufen. Ist auf alle Fälle nicht hell. So, erstmal wegräumen gehen, ha? Gut, wir haben ein bisschen neuen Nether schon mal gefunden. Da bin ich ganz froh mit. Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Mit der alten Welt. Oh, da ist ja Türenpanik. Türenpanik, ja. So, wo mache ich das denn hin? Ich mache, glaube ich, den Basalt erstmal hier in die große Truhe rein. Da Basalt, da Basalt, da Basalt, da Basalt. Da Blackstone.
Das könnte man. Man könnte es auch erstmal in Nether räumen, oder? Wie viel Platz ist denn in der Netherkiste? Netherkiste. Ach, in die Netherkiste passt auch. Ich räume es erstmal in die Netherkiste. So, Netherkiste, da kommen auch die Magma-Creme und die Gastränen rein. Und der fertige Glowstone kommt da auch erstmal dazu. Außerdem die Seelenerde. Hazarek. Und dann habe ich noch Quarz. Was ja auch sehr erfreulich ist tatsächlich. Ein Magma-Block. So. Hier ist die Nether-Kiste, ne? Da kommt Nether-Zeug rein. Aber, ja. Minecraft. Ah, Magma-Dinger. Ja, ja. Und dieser Netherrack, der Netherrack ist hier oben. Das ist der blöde Scheiß da. Ja, den habe ich automatisiert aufgesammelt. Ja, da kommt sie gar nicht dran vorbei. So, jetzt haben wir noch mehr Goldschwerter, wobei ich werde jetzt mit den Goldschwertern hier auch mal die große Steckerei machen. So, dann kommt hier ein Goldschwert hin. Für die Noblen unter euch. So. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Das hier wäre eine Idee. So, Goldschwert. Ich habe gerade 3 Eier geworfen aus dem Nether und habe 3 Hühner gespawnt. Wo hast du bloß diese Nether-Eier her? Da sind 5 Hühner draus geworden aus 3 Eiern. Was? Das ist ungewöhnlich. So, ich bin ein armer Mann jetzt. Ich habe einen Pfeil. 1, 2, 3. 4, 5. Aus 3 Eiern 5 Hühner. Das kann eigentlich ja gar nicht sein, ne? Ich bin gleich verrückt. Du bist gleich verrückt. So. Muss ich wieder angeln gehen? Angeln wegen der Unendlichkeit? Ja. Augenscheinlich. Ich habe das letzte Buch mit Unendlichkeit, glaube ich, für den Flozi benutzt. Tja. Jetzt bin ich auch so ein bisschen zerfladdert hier. Ja. Ich kann mal gucken, ob da irgendwas für mein Schwert taugt, aber ich glaube, ich kann es eh nicht verzaubern. Da war doch irgendwo hier so. Ist aber alles nicht das Richtige. Nee. Nee, gut, ist ja auch egal. Es ist, wie es ist. Ich muss mir einen neuen Bogen machen und angeln gehen. Kannst du ja vielleicht an einer deiner Entspannungsfolgen machen. So ist das. Oh, draußen ist Nacht. Das jetzt hier nicht so das Problem ist bei uns. Ja, wir haben neues Netherzeug. Ja, ist doch schön. Entschuldigung, mir läuft immer noch die Nase von dem Niesen. Kohle habe ich keine mehr. Die sollte ich mir noch wieder nehmen. Das macht schon Sinn. So. Tja. Na, Katzi? Na, Krumpel? Na, Huhn? Huhn. Das ist wie ein Mähdrescher. Mähdrescher. Da oben wohnt auch ein Huhn vorm Fenster. Gehen wir noch in die Haier, oder? Ja. Ich bin auch hundemüde. Auch in Wirklichkeit jetzt. Ja. Es war ein langer Tag heute wieder. Es war jetzt auch anstrengend. Ja, ist es auch. Ich hab doch gesagt, nee, der wird aufregend. Na dann. Das ist meine Bedienfehlversuche. Ja, ich hatte jetzt 1,12 drin. Danach ist echt alles. Oh, guck mal, der Baum ist gewachsen, während ich im Nether war. Cool. Ja.
Ich mach schnell noch was. Dauert nie lange. Dauert nie lange. So, nach oben laufen. So, und zack, zack, zack. So, jetzt haben wir da zumindest mal so und dann müssen wir gucken, was wir hier mit anfangen. Auf alle Fälle ist das wieder schön. Müsste den Nether eigentlich nur Schrott mitnehmen. Mhm. Da ist man aber auch nicht so kampfstark. Mhm. Aber bei den Gefahrenquellen, die da sind jetzt... Das ist schon harter Tobak. Ist schon harter Tobak. So. Da. Na gut, wo bist denn du? Ich bin im Schlafzimmer. Oh, im Schlafzimmer, ich komme. Ich komme. Die Villager übrigens auch. Hallo. Du hast dir wieder so ein Ding genommen, so eine Figur. Mhm. Ist dir das lieber, ja? Hat ja nicht viel gebracht in dem Fall, aber gut. Also dann, das nächste Mal angeln wir. Habe ich da noch eine gute Angel für? Die Angel habe ich hier noch. Die Haltbarkeit und Glück des Meeres Angel. Das sieht auch gut aus. Ich nehme sie schon mal an mich. Als Reminder. Ach, ich habe ja noch den Bogen 3. Den Bogen 2. Aber ein Glück des Meeres angeln, falls du eine brauchst. Ja. Ich kann auch für die mit dir mitangeln kommen, im Zweifel. Ja, ja, ja. Ja, gut. Gucken wir mal. Könnten wir machen. Wäre schön. Gut. Ja, der erste Kontakt mit dem neuen Nether. Erfolg sieht anders aus. Und ja. Gut. Macht's gut. Talent ist, wenn man trotzdem spielt. Tschüss. Tschüss.